Mein Name ist Nils Steiner, ich bin Betriebsleiter von Steiner Bus und Steiner Tech AG. Wir sind im Unterhalt und Reparaturen von Postauto tätig und parallel auch ÖV-Betriebe hier rund um Frienisberg. Vor der Zusammenarbeit mit Social Bus Bonnet hatten wir keine Möglichkeit mehr, irgendjemanden anzusprechen. Sei es eben ein Schild am Strassenrand oder irgendein Jobinserat in einer Zeitung oder in einem konventionellen Jobportal. Es sind wenig bis keine Bewerbungen gekommen, zum Teil. In der Zusammenarbeit haben wir sehr viele Bewerbungen bekommen, auch von Leuten, die wir vielleicht so auf einem konventionellen Weg nicht hätten angesprochen und haben, wie es sich jeder Betrieb wünscht, können zwischen ein paar guten Kandidaten auslesen. Wir haben schlussendlich zwei Mitarbeitende anstellen und sind wirklich top happy mit diesen Leuten. Mir hat sehr gefallen, dass man von Social Boost nicht nur ein Skript, das vorgesetzt bekommt, das man erzählen muss für ein gestelltes Video. Es ist alles sehr authentisch, sehr individuell und auch die Erfahrungen im Personalbeschaffungsprozess sind vorhanden. Es ist also ein komplettes Angebot, Vorberatung bis schlussendlich zur Unterstützung im Onboarding-Prozess. Social Boost würde ich jedem empfehlen, der im Bereich ist von Fachkräften oder vor allem sich betroffen fühlt vom Fachkräftemangel. Es ist immer schwieriger, gutes Personal zu finden. Und gerade wenn man als kleine Firma individuell beraten sein und wirklich für sich zugeschnitten die Anforderungen definiert haben, würde ich Social Boost empfehlen. Also, es hat mal funktioniert. Also, ich muss Buden nicht verkaufen. Nein, aber es war so ein erleichterndes Gefühl. So, ah ja, es funktioniert. Oder, ah, es gibt doch noch Mechaniker. Weißt du, so, ja, wenn du ein halbes Jahr suchst, dann ist irgendwie einmal das Gefühl, es gibt gar keine Leute mehr. Oder was wollen wir machen? Oder dann, wenn du dann eben quasi ein Mail bekommst, hast du schon wieder eine Bewerbung auf der Plattform. Man kann das alles ganz easy kanalisiert anschauen in einem Google Sheet. Das ist ein erleichterndes Gefühl, wenn man weiss, doch, es gibt noch gute Leute, die zu uns arbeiten wollen.